Pietro Lombardi sprach bei seinem ersten Konzertauftritt nach der Auseinandersetzung über seine Verlobte Laura. Sie waren nie getrennt. Nach der schlagzeilenträchtigen Auseinandersetzung zwischen Pietro Lombardi, 32, und seiner Verlobten Laura Maria Reiper, 28, in der Nacht zum 7. Oktober stand der Musiker am gestrigen Sonntag, 20.10., erstmals wieder auf der Bühne. Beim seinem Konzert in Bielefeld sprach er laut RTL Klartext, noch bevor der erste Ton gespielt wurde. Manchmal sind Zeiten hart, sagte der Sänger demnach. Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht. Seinen Fans gegenüber gab der Sänger außerdem zu, ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen, und ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt. Und ich glaube, das können wir zusammen schaffen, denn uns kriegt keiner runter. Vorwürfe gegen Pietro Lombardi. Was ist passiert? Vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass es im Kölner Haus der Familie in der Nacht auf den 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Dies bestätigte Lombardes Anwalt danach der Bild-Zeitung. Reipa soll danach in der Uniklinik Köln gewesen sein. Der Vorwurf der häuslichen Gewalt steht im Raum. Die Gewaltvorwürfe gegen seinen Mandanten wies Lombardes Anwalt jedoch vehement zurück. In einem ersten gleichlautenden Post gaben die beiden bekannt, im Sinne der beiden gemeinsamen Kinder handeln und nicht weiter öffentlich über die Angelegenheit sprechen zu wollen. Einige Tage danach veröffentlichten Lombardi und Reipa in ihren Instagram-Stories ein Bild, auf dem der Sänger seiner Verlobten einen Kuss auf die Wange gibt. Sie lächelt und hält das Baby der beiden im Arm. Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird und dass dabei auch Dinge auftauchen. Die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind, heißt es und weiter. Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir Ihnen das hiermit vorweg. Zuletzt kommentierte Reiper in zwei langen persönlichen Stories auf ihrem Account: Wir werden verfolgt, belästigt. Jeder weiß, wo wir wohnen. Wir sind gezwungen, aus unserem Zuhause auszuziehen. Klammer Punkt 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 Klammer. Sobald Kinder und die Familie reingezogen werden, ist eine Grenze erreicht, die nicht geht. Die Kinder seien nur bei ihren Eltern geschützt, weil diese sich komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten würden. Leano sei aktuell auch dort, erzählt sie. Das ist kein Zustand, weiß sie aber auch.